Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, noch einen Tag Pause, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hat. Geht's dann heute endlich weiter mit der Erkundung dieser Stadt. Und das, was wir ja schon so ein bisschen... was wir ja schon immer gemacht haben, werden wir heute ebenfalls genauso machen. Wir werden also uns heute erstmal hier ein bisschen umgucken. Und wir fangen mal da oben links mit dem Aussichtspunkt an, wenn es dann einfach zeitlich passt. Warte mal, da ist irgendwas. Komm, ich kann da hoch, ne? Warte mal, kann ich da hoch? Ich kann da hoch und da runter. Ja, machen wir das doch mal gleich. Oh, Tipp. Kristall, warte mal. Wegstecken? Warte mal. Ich würde da gerne ran an diesen Aufzug. Jetzt. Mein Gott, ich muss wieder reinkommen in dieses Spiel. Wir sind. Also, wenn wir heute uns. Ui. Jawohl. Erstmal hierhin begeben. Und diesen Synchropunkt uns krallen. Das ist der Gedanke dahinter. So, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich da hochkomme. Ohne Probleme. So. So, warte mal kurz gucken. Ja, das ist doch alles wunderbar und sieht doch gut aus hier mit unserem Assassinen. Das war eigentlich nicht so geplant. Da soll das Ganze nochmal. Na geil, das war... Warte mal, da ist irgendwo eine Kiste, aber die ist hinten bestimmt, ne? Da kommen wir jetzt gerade... Die zwei Kisten, da kommen wir jetzt gerade gar nicht ran, oder? Fragezeichen. Doch, kommen wir. So, das ist die erste. 5 Upgrades verfügbar. Okay. Ja, why not? 6 Truhen hier in Zorki. Fakt ist, dass wir heute erstmal, oder zumindest jetzt in nächster Zeit wieder erstmal, wie ihr das so alles ein bisschen bekennt, die ganzen Truhen, Shanties, etc. Assassinen-Aufträge, bevor wir dann irgendwann mal in die Hauptmission gehen, die als nächstes ansteht. So, und jetzt hoffe ich, dass ich hier runter ohne Probleme durchkomme. So, jetzt will ich da erstmal hoch wieder vernünftig und das ganze Ding noch einmal angehen. Jawohl. Ärzte. Mein Gott. So, jetzt sind wir erstmal oben. Erstmal entspannt da hoch. Holen wir uns diesen. Oh, ich bin immer wahrscheinlich auf Springen, weil ich mit R2 viel mache. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen genauer um. Hier, in dieser Stadt. Damit wir da den ein oder andere versteckte. Das ein oder andere versteckte Artefakt. Nicht übersehen. Ich muss gerade gucken, ob der jetzt irgendwie mir anzeigt gerade. Wie viel? Es ist nur eine Synchro. Das ist jetzt die Synchro. Okay. Zorki Bank. Schnellreise ist die freigeschaltet. Ich würde gern einfach mal ein Ziel sehen, was ich habe. Wie viel Überblick. Okay. Naja, na gut. Dann haben wir ein paar Punkte. Gut. Dann wissen wir zumindest, was auf uns zukommt. Na? Also, Flaschenpost, Kiste, Manuskript. Ne, ist ein Animus-Fragment. Ja, das heißt, die Stadt ist nicht allzu groß. Also, das ist alles, mehr oder weniger. Eventuell. Ich glaube nicht, dass wir die Folge hinkriegen, aber mal gucken. Gut. Dann, was haben wir hier eigentlich? Achso, der örtliche Offizier. Ja, den können wir ja bestechen. Noch ist die Taverne gesperrt. Dann holen wir uns erstmal die Truhe da unten. Ja, das war natürlich total clever. Warum auch immer der jetzt nicht uns in den... irgendwas... klettern lässt. Naja, egal, ist es. Hauptsache, wir sind erstmal... Wir haben erstmal das... so wollten. So, jetzt gucke ich gerade wegen der Kiste. Die ist...
Wo ist denn die überhaupt? Die ist hier drin, ne? Bestimmt ist... Ja, da unten. Zocki Bank. So, gucken wir mal weiter. Ich muss auf die... Ich will eigentlich nicht auf die Karte, sondern ich will eigentlich immer... Ach, hier ist noch ein Shanty, okay. Neue Shanty für die Crew. Das machen wir jetzt. Gucken wir mal, dass wir den hinkriegen. Hoffe ich, dass ich ihn hinkriege. Wo ist denn der Shanty? Ist der oben? Da oben ist der. Komme ich da jetzt hoch? Nee, komme ich natürlich nicht mehr. Ich muss da jetzt mal gucken, dass ich an das an die. Komm ich nicht rüber, oder? Ey, natürlich nicht. Ja, das war eigentlich nicht der Gedanke dahinter, aber. Warte mal, ich komme doch bestimmt da wieder hoch. Unser Assassine, unser Piratenfreund, wäre nicht der Pirat. Wenn er nicht ein bisschen klettern könnte. Wenn die Frage ist, komme ich da überhaupt ganz hoch? Es gab mal das Assassin's Creed Teil meines Wissens, wo ich nicht mal gespielt habe, wo ich dann gefühlt über alles drüber klettern konnte. So. So, jetzt haben wir das Fragment. Aber. Oh, das ist eine Leiter. Sehr gut. Warte mal, wir machen das anders. Oh, nimm einfach den offiziellen Weg. Ich kenne einfach mal die Leiter. Hier. Ja. So, wir müssen also irgendwie doch noch auf das Haus drauf. Das können wir doch machen. Das können wir doch schaffen, oder nicht? Komm ich jetzt rüber? Jawohl. Lass dich nicht von deiner Arbeit abbringen. Wir gehen mal kurz auf euer Haus. Wir holen uns nämlich das. Shanty unten, Animus-Fragment. Hintereinander weg. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Meiner Meinung nach der schwerste Teil. Ist quasi meistens das Shanty. So, jetzt gucke ich, dass ich da runter das. Haben wir? So, dann haben wir auch alle Fragmente, Animus-Fragmente. Ich glaube, wir kriegen sogar komplett in eine Folge hin. Genau, warte mal, da ist noch eine Kiste, da ist eine Flaschenpost, da hinten sind noch drei Kisten. Das heißt, wir machen erstmal, würde ich sagen, die zwei Kisten hier noch. Und dann haben wir ein, zwei Kisten, dann haben wir drei Kisten. Ja, ich glaube, wir kriegen es heute komplett sogar hin. Das machen wir doch glatt. Dann machen wir erstmal die Truhe hier, die ist hier unten. Und loslassen. Warte mal. Wenn ich dann darf. Warte mal, wo sind die? Ist die unter uns? Ist die unter uns? Ja, ne? Dürfte eigentlich. Spontan würde ich sagen, ja. Die ist bestimmt in der Höhle drin. Die Frage ist, komme ich da ohne Gefahr rein? Ja. Genau, da hinten. So, da ist nämlich die Kiste. Und dahinter muss irgendwo eine Flaschenpost liegen. Nehmen wir erstmal die Kiste mit. Und dann die Flaschenpost. Was haben wir hier? Zum Orte meiner Geburt. Naja, interessante Schreibweise. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Ich werde euch das jetzt Step by Step, ihr müsst das Video nur anhalten, damit ihr das lesen könnt. Ja. So. Einfach Video anhalten, dann könnt ihr die Sachen lesen. So. Machen wir weiter. Geheimnisse gelüftet. Gehen wir an die drei Kisten hier noch, die wir haben. Katze? Nein. So. Ja, gehen wir an die drei Kisten und dann holen wir uns den Assassinen-Auftrag und dann sind wir damit durch. So. Kiste. Das Vor ist dann irgendwann mal
an die Hauptmission geht. Ihr kennt das. Ihr wisst das. Was ich so mache, wie ich das mache. Wenn möglich, wie gemacht. So, gucken. Muss man wahrscheinlich. Ja, wir müssen schon mal da hoch. Sag mal! Dankeschön. Oder? Moin! So. Die Kiste ist hier vorne. Und dann haben wir so. Nummer 4. Von jetzt insgesamt 6. So. Dann haben wir noch 2 Kisten und den Auftrag. So. Auf geht's. Ja, ja. Das wird nicht viel werden. Gut. Tolki ist jetzt nicht besonders groß. Von daher. Gut, ist die Kiste, okay. Ich bereue es. So, das ist zwar nicht die Kiste, die ich markiert habe, aber ist egal. Wir nehmen sie trotzdem mit. Und die zweite steht. Ich höre sie doch nur. Ich höre sie doch. Ich sehe da nie. Die ist oben. Ich kann mich runterbringen müssen. Komm ich da hoch jetzt? Oben. Die ist gar nicht unten. Kann ich da hochklettern? Nee, kann ich nicht. Schade. Dann müssen wir dann doch. Müssen wir hier hoch. Also mit so vielen Projekten, die ich habe, ist das halt mal sporadisch, dass wir sagen, wir machen, wir lassen mal ein Projekt einen Tag ausfallen oder 2 Tage ausfallen, weil es einfach zeitlich nicht auf die Reihe bekomme. Seht es mir bitte ein bisschen nach. So. Fertig. Glaube ich. Also wir haben alles weitere geholt, bis auf den Assassin-Auftrag. Und den werden wir uns heute auch noch widmen. So, das heißt, wir machen uns mal wieder rüber. Warum gehst du jetzt runter? Alter! So. Está loco. Ja, está loco selber. So, kann ich da klettern? Ja, kann ich nicht, ne? Scheinbar. Darf ich nicht auf die Dinger da hoch? Okay. Dann springen wir halt hier hoch, oder? Ja, gehen wir noch hin. So. Also die Taverne, die wir jetzt hier haben, ist meines Wissens zu. Warum auch immer. Ich wundere mich das einfach, dass es nicht geht. Wir könnten mal den Typen an. Vielleicht haben wir ja Glück. Hey! Komm, auf der Fresse. Aber wir müssen, glaube ich, wahrscheinlich erstmal drum kämpfen oder was auch immer. Ich weiß es halt echt nicht. Wir dürfen keine Schwerter ziehen. Seht halt nicht durch die Kamera! Jetzt kann man ein bisschen aus der Nummer rausziehen. Was? Das ist doch nicht wahr! Da muss ich die Typen erstmal. Wir machen es mit den Schwertern. So, dürfen wir.
Ich hätte gerne noch die Kneipe, das Assassinenauftrag gemacht. Aber mal gucken, was ich kriege. Da hoffe ich, dass ich es jetzt darf, dass ich vielleicht die Schwerter nutzen darf. Dass ich jetzt nicht mich gegen 6 lieben Leute kämpfe. Dass ich jetzt nicht gegen 6 lieben Leute da antreten muss. Ja, doch nur. Also nur! Ah, oh Mann, geh doch mal weiter! Wir können also nicht da raus, ist der Nummer. Wir müssen sonst. Ach, gebe! Schieb den scheiß Grill weg! Ja! Greif drauf an! Also ich kann nichts machen! Oder auch nicht. Wir haben sie, glaube ich. Ja, wir haben alle. Hätte ich jetzt erwartet, dass ich nicht so auf die Fresse kriege. So, wir nehmen sie. Ich hätte echt jetzt erwartet, dass ich die, dass ich da noch verliere, weil ich war ziemlich durch. Ich hatte, glaube ich, noch 2 oder 3 Gegner. Aber wir haben jetzt die Taverne, die wir freigeschaltet haben. Cool. Kann man noch den Assassinenauftrag jetzt gleich machen und dann haben wir das auch voll. So, nehmen wir das Geld mal mit. Oh, Glück gehabt, ey. Da habe ich echt, erwartet, dass wir jetzt das Ding verlieren. So, Assassinenauftrag. Was ist denn der? Fuck, wir haben es geschafft. Ach, da vorne. Okay. Gucken wir mal. So, wer haben wir denn da? Die Rechte eines einflussreichen Sklavenhändlers soll für einige dubiose Geschäfte zur Mantanzas Plantage aufgebrochen. Findet und tötet ihn. Naja, dann machen wir das doch. Hoffentlich ist der Weg nicht allzu weit. Der ist da oben, oder was? Ist das echt zu weit jetzt, oder was? 1303 Kilometer. Eieiei, okay. Ich dachte mir, wir haben vielleicht Glück, dass wir den vielleicht ein bisschen in der Nähe haben. Nö, haben wir nicht. Schade. Aber, naja, dann ist es halt so. Dann holen wir uns den Typen da. So, gucken wir auf das Schiff. Oh, und hab. Zurück zum Schiff. Feuer! Oh, das war jetzt nicht beabsichtigt. Na, dann machen wir uns mal auf zur Plantage und holen uns unser Attentatsziel. Ich hoffe, dass ich da ohne Probleme hinkomme. Wir müssen uns jetzt ja nicht mit jedem anlegen. Ich hoffe, dass wir das Schiff ein bisschen in Ruhe lassen. Dass ich jetzt nicht wieder auf die falsche Taste komme. Weil ich bin es halt gewohnt von vielen Spielen, GTA, FIFA, etc. Bin ich dran gewohnt. Okay. Nicht. Ist das hier? Segel lässt raus aus der Böe! Warte mal, ich hab das schon gesehen. Ideal ist es natürlich jetzt mit dem Schiff. Im Idealfall wäre es jetzt mit dem Schiff. Aber wo ist denn der? Fragezeichen.
Jetzt auf dieser Insel da, oder was? Alle setzen und schafft zum Wind ausrichten. Ach, der ist auf dem Schiff? Oder was? Flitten voraus, Sir! Wir lassen... Aua! Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich kann jetzt nichts allzu mal Großes machen. Wir lassen jetzt das Schiff mal hier nebenbei gerade in Ruhe. Mein Ziel ist es jetzt, das Hauptziel ist es jetzt... Feuerwehr, Captain! Da, ein Überlebender! Ist der auf ne... Der geht gerade hier zu unserem Nachbarn ein bisschen auf den Senkel. Wenn ich jetzt rüber gehe... Parallel mit dem Feind! In Richtung. Das Problem, da jetzt durchzumüssen. Oh, Dankeschön, das war jetzt. Er lässt. Was hab ich gemacht? Der Gegner kommt auf uns zu! Sieht nach einer Fregatte aus! Da ist die Schwachstelle! Achtung! Ja, das war natürlich. Dieser Schiffsteil ist außer Gebiet, Sir! Wir haben auch am Ziel vorbei! Ja, super. Eigentlich wollte ich heute nur ein Assassin's Creed. Ich muss jetzt nicht. Noch ein direkter Treffer und wir gehen unter. Wir gehen gleich unter. Zurück, die werden uns versenken. Ja, das war natürlich total toll. Wir waren komplett in der Menge drin. Mann, was geht denn heute schon wieder los, ey? So, retten. So, Entfernung zum Ziel verringern. Das müssen wir jetzt natürlich machen. Schlechtes Wetter voraus, Captain. Alle Segel, sie verträgt das! So. Wir machen uns mal auf Richtung Ziel. Das war natürlich total super, wenn wir uns da genau mit irgendwelchen Leuten anlegen. Mit dem es eigentlich nie so geplant war. Backbord, Captain! Menschliches Treibgut, Captain! Passt, haben wir an Bord. Das ist noch mehr Treibgut. Oh, ein Hai. Stoff. Das sind mehrere. Was ist denn das? Ziel. Greif die Top- und Kahnsegel. Stimmt, da unten ran. Den Kahn zum Stillstand. Gib mir etwas Fahrt. Aber die wo müssen wir ran? Segel setzen. Da. Ist das das Schiff? Das Kleine? Top! Ram! Marssegel! Ja, ist es. Das ist tatsächlich das Schiff, okay. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den irgendwie, dass wir dranbleiben an dem. Ah, komm schon, treff die Bastarde! Sind bereit, Sir! Feuer! Hör sie dort, Sir, das wird sie versenken! Bereit zu feuern! So, der erste hat schon mal gesessen. Feuer! Da, nur ein gut platzierter Schuss! Feuer! Ja, sehr schön. Wo ist denn der jetzt überhaupt? Hier. Feuer!
Captain! Segel einholen! Bruder, Captain! Feuer! Kann ich euch nicht rückwärts raus wieder? Vieren und Fahrt aufnehmen! Leesegel heißen, los geht's! Leine geben! Kräftig! Ich sagte kräftig! Wir müssen da jetzt eigentlich mal komplett rum wieder. Nehmt die Rahen aus dem Wind! An! Öffnet die Hauptsegel! Jetzt muss ich wieder da hinterher. Aber der hat nichts mehr. Oder fast nichts mehr. Gegner feuert! Gebt den Wind ab! Wir werden auf sie treffen, Sir! Moin! Feuer! Daneben! Verdammt! Bereit! Einholen! Einholen! Nehmen wir Fahrt auf! Feuer! Am Ziel vorbei! Was? Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Ihre Kanonen! Segel setzen! Vorsicht, Captain! Feindliches Feuer! Das Feuer! Man muss das ficken! Lass mich flachsen jetzt? Lass mich raten, wenn wir. Ach, jetzt ernsthaft, verliere euch da ein! Feuer! Ja! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Bereit zu feuern, Captain! Feuer! Zurück. Feuer! Schickt uns auf den Meeresgrund! Wie gesagt, ihr seid gleich Treibgut, Captain! Ja, weil da sich wieder irgendeiner damit einmischt. Ich hab damit eigentlich nichts zu tun. Ich greife aber trotzdem voll an. Weil ich den Typen nicht angreifen kann. Geil. Ich will jetzt doch eigentlich nur fertig machen, die Mission. So viel Segel wie... Ja, weil ich aber Fehler gemacht habe in der Mission. Ich da aber mich da zu festgefahren habe, sonst hätte ich den wahrscheinlich gehabt. So, einmal probieren wir es noch, ansonsten machen wir dann obwohl wir machen Feierabend zeitlich mäßig. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Black Flag und dann schauen wir mal, ob wir den Typen kriegen.